Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist, da steht da ja, Konstantin Muffert. Ich bin Teil des Presseteams und freue mich total, dass wir heute bei Die Luftretter TV nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern drei Gäste haben, drei Geburtstagskinder. Moin in die Runde. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch an die Crew von Christoph 41. Vergangene Woche 35. Geburtstag gefeiert. Und damit keiner ungeduldig wird, würde ich jetzt bitten, ganz uncharmant, stellt sich heute mal der Jüngste zuerst vor. Rufen, bist du so nett? Wer bist du? Was machst du? Sehr gerne. Ich grüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr seht es auch unten eingeblendet. Ich bin der Rufen Glaser. Ich bin in unserem Trio, das heute für euch da ist, für alle Fragen, die ihr habt. Ich bin der Pilot. Ich bin 35 Jahre alt, bin seit 2018 bei der Firma DF Luftrettung tätig und wurde im April eingestellt. Und seit Juni bin ich auf der Station Leonberg beim Christoph 41 zu Hause. Habe da als normaler Stationspilot begonnen. Und bin jetzt seit Dezember 19 als leitender Pilot, Mitglied von unserem Leitungsteam, das ihr heute Abend hier auf dem Stream seht. Ich, der Peter und der Dirk. Wunderbar, dann machen wir gleich mal weiter mit dem Peter. Peter ist der leitende Hubschrauberarzt. Peter, seit wann bist du dabei? Ja, erstmal grüße euch alle. Schön, dass ihr dabei seid. Es freut uns natürlich, dass wir einen tollen Zuspruch kriegen zu unserem Jubiläum. Ich bin seit 2014 auf dem Christoph 41 dabei im Team. Seit 2000, ich muss überlegen, 20, Anfang 2020 habe ich dann das Amt des leitenden Hubschrauberarztes übernommen von meinem Vorgänger Matthias Plattner. Dem ein Dankeschön an all das, was er aufgebaut hat bis dahin. Ja, und bin meines Faches Facharzt für Anästhesie und verstärke eben das Team als Notarzt. Wunderbar. Und der Stationsleiter ist da, wo er jetzt eigentlich nicht sein sollte, weil er nämlich frei hat. Also auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch drei. Das ist nämlich eure Freizeit, die ihr jetzt gerade in Anführungsstrichen opfert. Vielen Dank. Dirk, du bist Stationsleiter, du bist gerade an der Station. Erzähl doch mal bitte, seit wann du dabei bist. Ich hoffe, ihr hört uns. Ja, hallo zusammen. Ja, Dirk Ockler, mein Name. Ich bin seit 2015 jetzt in Leonberg, endlich heimatnah, denn seit 1998 bin ich bei der DRF Luftrettung. Und dann hat es 17 Jahre gedauert, bis ich mal heimatnah arbeiten konnte. Davor war ich unter anderem in Nürnberg und Österreich zugange. Ja, und seit 2015 freue ich mich hier in meinem, ja, Geburtsort, beziehungsweise ich bin im Krankenhaus zur Welt gekommen, dann hier auch an der Station arbeiten zu dürfen. Hallo zusammen. Wow. Ja, und der Dirk hat vergangene Woche, das zeige ich euch gleich, also nicht erschrecken, ich blende gleich was ein. Sag mal, Dirk, was hast du denn da gemacht? Naja, wir hatten ja jetzt am 1.6. unser 35-jähriges Jubiläum hier in Leonberg. Im Juni 1986 wurde ja die Station eingeweiht. Und der Landschaftsgärtner vom Krankenhaus Leonberg, der war am Rasenmähen. Und dann habe ich mal gefragt, ob ich seinen Rasenmäher mal ein paar Minuten ausleihte. Und du hast die Habe versucht, Nagelschere da bekommen, die oder? 35 reinzumähen. Wunderbar. Hat er jetzt sofort Ja gesagt oder hat er nicht angeboten, das selber zu machen? Als Geburtstagsgeschenk sozusagen. Genau, da haben wir uns unser kleines grünes Geburtstagsgeschenk selber gemacht. Anstatt Kuchen. Wundervoll. Wir haben den ganzen Tag, ich hatte Dienst, die haben den ganzen Tag gewartet, dass irgendjemand zum Beispiel mit einem großen Kuchen aus Erdbeeren gelegt, die 35 zum Beispiel vorbeikommt. Aber da haben wir vergeblich gewartet. So haben wir wenigstens unsere grüne 35 gehabt. Genau. Und für all diejenigen, die auch ein bisschen nostalgisch veranlagt sind,
Das wird euch jetzt vielleicht wundern, aber ich habe vorhin schon in der kleinen Probe Ruben gefragt. Sag mal, wenn du sowas siehst, Ruben, was fällt dir da eigentlich zu ein? Ja, das ist einfach der Hubschrauber, ne? Also so die B-105, die alte Hubschrauber-Oma. Wir hatten es vorher schon davon. Ich als noch relativ junger Pilot bin leider nicht mehr in den Genuss gekommen, dieses Modell im Luftrettungsbetrieb zu bewegen, auch nicht vor meiner Zeit bei der DRF in der Arbeitspflegerei. Habe ich es leider auch nicht geschafft. Und wir hatten es vorher schon kurz davon, dass das einfach ein allerweltsbekanntes Gerät ist. Das ist früher überall geflogen, bei der Bundeswehr, beim ADAC, bei den Kollegen, bei uns, bei der Polizei. Momentan turnt das Gerät noch bei Red Bull, turnt es noch fleißig rum und dreht seine Loopings. Und ja, das ist halt so, ich denke mal, ein Hubschraubermodell, das jedem ein Begriff ist und mit dem jeder was anfangen kann. Und auf die B-105 folgt ja dann dieses Modell. Die wird ja partiell auch immer noch in Anführungsstrichen vermisst, richtig? Ja, selbstverständlich. Also die BK-117, die wird jetzt seit kurzem, würde ich sagen, erstmal vermisst, weil die jetzt so langsam jetzt die letzten außer Dienst gestellt wurden. Und genau, die war ja, kommt quasi aus der gleichen Familie wie die B-105 und gehört jetzt aber auch schon zu den älteren Semestern und durfte jetzt dann, bis vor kurzem ist die noch ganz normal mitgeflogen in Einsatz, aber wurde jetzt langsam auch dann in Rente geschickt. Okay, für all diejenigen, die ein bisschen ungeduldiger sind, ich zeige euch jetzt mal was. Das dauert ein paar Sekunden, also bitte nicht wegrennen digital. Der Dirk hat nämlich seine Kamera in die Hand genommen und hat euch Folgendes mitgebracht. Da sind wir nämlich dann in der Gegenwart. So, die EC-135, eure Station war eine der weltweit ersten, die den schönen Hubschrauber bekommen hat. Ruben, wenn man jetzt, sage ich mal, von der Fliegerei nicht so viel Ahnung hat, aber ist das heute ein fliegender Computer im Vergleich zu den nicht despektierlich gemeinten Kisten, die wir vorher gesehen haben auf den Schwarz-Weiß-Bildern? Nein, noch nicht wirklich. Also wir haben ja noch die EC-135 jetzt als Einsatzmaschine in Leonberg. Die ist dort, glaube ich, seit den 90er Jahren ist sie da im Betrieb. Wir sind sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden mit dem Modell, weil sie einfach jahrzehntelang jetzt schon auf dem Markt ist und sich dementsprechend auch bewährt hat. Gerade in der Sparte, in der wir sie nutzen, als Rettungstransporthubschrauber, als Notarztzubringer. Im Vergleich zu den zur B-117 und zur B-105 ist sicherlich ein bisschen mehr Elektronik drin, aber ich in der Ausstattung, in der wir sie fliegen, sage ich, ist immer noch so schön halb-halb, was zumindest das Cockpit angeht. Also wir haben ein paar digitale Bildschirme in Summe 3, auf der uns ein paar Dinge angezeigt werden und dann aber auch, wie man so schön sagt, viele Eieruhren, also viele analoge Anzeigen noch, mit denen wir arbeiten. Zum Beispiel was die Höhe, Geschwindigkeit, was es angeht, ob wir rauf runter fliegen, der künstliche Horizont, der uns anzeigt, ob wir gerade in eine Kurve fliegen oder auch nicht. Und deshalb schimpft sich das Modell auch noch EC-135, also Eurocopter. Und nach der Umfirmierung zu Airbus-Helikopter heißen die Nachfolgemodelle alle H, also H-135 und H-145. Wenn man da das Cockpit vergleichen würde, da sieht man schon, die neuen Hubschrauber, die haben dann nur noch Displays im Hubschrauber und keine analogen Anzeigen mehr. Und da könnte man dann wirklich schon von fliegenden Computern sprechen. Bei uns ist das Schöne, also ich als Pilot finde das Schöne, dass man da noch alles von selber machen muss. Also wir haben keinen Autopilot verbaut, wir haben höchstens ein paar Stabilisierungssysteme verbaut, die dafür sorgen, dass die Maschine etwas vibrationsarmer fliegt, was dann auch wieder schonender für den Patiententransport ist. Aber geradeaus, rauf, runter, rechts, links, also alles, was der Hubschrauber so anstellen kann, dürfen und müssen wir Piloten bei der EC-135 noch selber machen. Aber Peter, du hast gerade ein bisschen gegrinst und so genickt. Was wolltest du damit zum Ausdruck bringen? Ich habe einen persönlichen Gruß gerade gelesen hier in den Comments, die mitlaufen. Hallo Chris, grüß dich.
Und es sind einige Bekannte in den Zuschauerrängen dabei. Also lasst euch alle grüßen von uns und schön, dass ihr hier dabei seid. Das freut mich wirklich ganz arg. Vielleicht ist ja der Wink mit dem Erdbeerkuchen angekommen, Dirk. Sag mal. Da haben nur wir jetzt nichts davon. Ah, gut. Das muss ich dann jetzt in eure Hände übergeben, inwieweit ihr das vielleicht noch managen könnt. Also Konstantin, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich habe was zum Feiern besorgt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wir sind 35 Jahre alt. Wir haben Grund anzustoßen, gell? Also ich weiß nicht, wer mit uns anstößt irgendwie. Dementsprechend. Mach ich gerne. Ich muss leider meinen Sohn noch vom Training abholen, aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Die Apfelschorle. Freizeit, deswegen geht's. Genau. Hoffentlich auch weitere Jahre. Das muss man dazu sagen. Bestimmt. Sag mal, Dirk, du als DRF-Dienstältester. Was würdest du denn sagen, was hat sich aus deiner Sicht in diesen ganzen Jahren, die du schon dabei bist, was sind so die stärksten Veränderungen, wo du sagst, da hat sich einfach unheimlich viel getan? Also was sich nicht verändert hat, die ganze Zeit kommt mir so vor, ist die Netzgeschwindigkeit, weil ich bin ja jetzt hier gerade an der Station, das ist real life, man hört immer beim Rufen im Hintergrund die Kinder. Es ist zu Bett geht Zeit, dem wollte ich entfliehen und bin an die Station gefahren. Jetzt ist es nur so, ich kämpfe hier ein bisschen mit der Leitungsgeschwindigkeit. Nicht von unserem DRF-Netzwerk, sondern ich habe mich hier über unser ARCOR-Netzwerk eingeklinkt. Jetzt höre ich euch zum Teil abgehackt, das Bild steht. Ich bin gerade am Überlegen, Konstantin, ob ich mich schnell aufs Rad schwinge. Ich wohne ja hier nicht weit entfernt in Gebersheim und mich in 10 Minuten wieder dazu klinke. Dann höre ich deine Fragen deutlicher und ich weiß auch nicht, ob ich nicht abgehakt ankomme. Weil die Idee war, nicht nur, dass ein bisschen Ruhe im Hintergrund ist, weil die Kollegen, die sind ruhig, die arbeiten entweder am Computer in der Halle oder im Lager oder sie sind im Einsatz. Und außerdem dachte ich, dass ich vielleicht, wenn Interesse besteht, noch einen Stationsrundgang machen kann. Das geht aber leider hier mit unserem Nicht-DRF-Netzwerk nicht gut. Deswegen die Frage ist, soll ich mal versuchen, Konstantin, noch einmal hier durch die Station zu schwenken und mich dann aufs Rad zu setzen, um mich 10 Minuten später einzuklinken? Was ja, gerne. Ja. Oder kam das jetzt nicht abgehackt drüber, was ich gesagt habe? Dann ja, es ist ein bisschen krisselig, um ehrlich zu sein. Und ich habe einfach das Gefühl, du fühlst dich nicht wohl. Und das ist blöd, wenn du uns nicht verstehst. Ja. Und von daher würde ich dann gerne dein Angebot annehmen und dich bitten, dir Zeit zu lassen. Wir warten auch 12 Minuten auf dich. Ne? Nicht, dass du... Ich meine, ich hätte einen Vorteil, die Kollegen sind gerade zu Hause. Das heißt, wenn ich stürze, werde ich, glaube ich, relativ schnell gute Hilfe erhalten von den Kollegen vom Roten Kreuz und hier. Aber ich glaube, ich fahre trotzdem geschwind, aber sicher nach Hause und melde mich da nochmal. Alles klar. Ja, also ich meine, es wird immer viel davon erzählt, dass da draußen bei ARD, ZDF und wie sie alle heißen, Live-Fernsehen gemacht wird. Das machen wir jetzt digital auch. Also von daher, vielen Dank für das Angebot, Dirk. Wenn du dann lieber rüberradeln willst, dann mach das gerne. Das gibt mir die Gelegenheit, mal rüber zu schwenken zum Peter. Ja, bis gleich. Aber Peter, du bist ja auch schon einige Zeit dabei und es hat leider Corona ja, sag ich mal, so eine richtig schöne Geburtstagsfeier leider nicht zugelassen. Aber und es hat sich hier noch keiner im Chat getraut, mal eine medizinische Frage zu stellen. Was macht für dich, sag ich mal, als Mediziner diesen Reiz aus, eben auch auf dem Rettungshubschrauber zu arbeiten? Oh, das ist sehr vielfältig. Für jeden hat es einen eigenen Reiz. Einmal ist es natürlich das Fliegen. Wir haben eine unheimlich gute Crew oder ein Team von Piloten, denen wir natürlich blind vertrauen können, sonst könnte man sich auch nicht in diese Maschine setzen. Und dann ist es die Vielfalt, die man erlebt. Also man kennt als Notarzt meistens seinen eigenen Rettungsdienstbereich sehr, sehr gut. Man kennt jeden von den Kollegen dort meistens mit dem Namen, weiß, wie es läuft, weiß, wie jeder arbeitet. Das Spannende im Hubschrauber ist einfach, dass man so ein riesen Einsatzgebiet auch hat und dort
mit ganz, ganz vielen verschiedenen Rettungsdiensten zusammenkommt. Jeder auf seine eigene Art interessant und gut. Und immer wieder neue Teams kennenlernt. Und das macht Spaß. Das ist einfach interessant, weil eben kein Einsatz dem anderen gleicht. Auch wenn die Einsatzmeldung die gleiche sein mag, jeder Einsatz ist eigen und das macht es aus eigentlich, für mich zumindest. Mhm. Vielen Dank. Ich blende jetzt mal eine Frage ein, die werde ich aber beantworten, nicht der Rufen. Lieber Tim, diese Fragen kommen immer wieder, da bitten wir einfach um Verständnis. Recherchiere das mal auf anderem Wege. Ich glaube, als Pilot verdient man nicht so schlecht, aber das, finde ich, ist dahingehend vielleicht ein interessantes Thema. Rufen, unabhängig davon, dass ich jetzt seit 2 Jahren mit euch allen zusammenarbeiten darf, ich persönlich, und da bin ich garantiert nicht der Einzige, finde es immer spannend, mal zu hören und nachzufragen, wie man eigentlich in so einem Beruf in Anführungsstrichen landet. Wann war für dich klar, ich möchte Hubschrauberpilot werden und dann auch noch im Rettungsdienst fliegen? Ja, also ich bin leider nicht einer von denen, der jetzt erzählen kann, mein Kinderzimmer hing schon voll mit Hubschraubermodellen und ich wollte das von Anfang an. Also bei mir hat es eigentlich relativ spät erst Klick gemacht. Ich habe mir da erst so richtig Gedanken darüber gemacht, als es mit der Schule zu Ende ging, also als ich Abi gemacht habe. Das bei mir ist auch schon ein bisschen länger her, das war 2005. Und dann hatten damals meine Eltern den Fehler gemacht und mir einen sogenannten Schnupperkurs geschenkt. Einen Schnupperkurs, den kann man eigentlich bei allen Flugschulen, die sowas anbieten, machen. Und da bekommt man als Fußgänger, nenne ich es jetzt mal, bekommst du eine kurze theoretische Einweisung von dem Fluglehrer. Kurz ein bisschen Theorie, der zeigt dir nochmal die Schulungsmaschine, wo auch ein Doppelsteuer drin ist. Das heißt, kann man sich vorstellen, wie ein Fahrschulauto, bloß dass wirklich nicht nur die Pedale doppelt verbaut sind, sondern auch Lenkrad und alles. Ja, und dann geht's los zwischen 20 bis 30 Minuten oder so viel Zeit, wie man bucht. Und dann darf man mit dem Fluglehrer mal losgehen und darf da auch mal Hand anlegen an den verschiedenen Steuergarnen und darf das mal ausprobieren. Und das hat das Interesse bei mir natürlich dann noch bestärkt. Diesen Schnupperkurs hatte ich damals bei einer sehr, sehr lieben Kollegin, die auch eine Pilotenkollegin hier im Unternehmen ist. Also nochmal danke dafür, die ist dran schuld, dass ich heute hier mit euch diesen Videochat machen darf. Ach, fängt ihr Vorname zufällig mit A an und endet auf A? Mit Triana auf, genau. Interessant. Die hat es damals verbrochen und da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, dann führte mich mein Weg ganz normal. Also es gibt viele verschiedene Wege, in einen Berufspilotencockpit Hubschrauber zu kommen. Man kann da Wege übers Ausland gehen. Ich hatte mich damals entschieden, aber in Deutschland zu bleiben. Habe mich ein bisschen umgehört und bin dann einfach zu einer Flugschule gegangen. Das kann man sich vorstellen, ist wie eine Fahrschule fürs Auto, nur dass man da eben das Fliegen lernt. Und da hatte ich mich damals für eine sogenannte modulare Ausbildung entschieden. Das heißt, man geht den Weg, man macht erstmal die Privatpilotenlizenz, sammelt dann Flugerfahrung, hängt hinten die Berufspilotenlizenz an. Und das war dann so mein sogenannter Ausbildungsweg. Und dann fällt man quasi als frisch fertig gelernter Studierter auf den Arbeitsmarkt als Hubschrauberpilot und hat dann so plus minus, je nachdem, welchen Weg man gegangen ist, um die 200 Stunden Flugerfahrung. Und ist dementsprechend natürlich für alle größeren Firmen, wo ich jetzt auch mal die Luftrettung dazu zähle, sehr, sehr uninteressant. Und es ist auch gut, dass das so ist, weil man sich erstmal ein bisschen Berufserfahrung aneignen sollte. Ja, und mein Weg ging dann weiter. Ich habe dann noch die Weiterbildung zum Fluglehrer gemacht, habe dann für verschiedene Firmen als Fluglehrer-Ausbilder gearbeitet, habe Rundflüge gemacht, Geschäftsleute zu ihren Terminen geflogen, wenn das Band bei Daimler mal stillstand, ein paar Schrauben durch die Gegend geflogen und bin dann so eben die letzten Jahre auf meine Flugerfahrung gekommen, dass ich quasi die Mindestflugerfahrung erfülle, um sich in der Luftrettung bewerben zu können. Und das muss man sagen, schon von Beginn an, als ich mich dazu entschieden hatte, Hubschrauberpilot werden zu wollen, war der Traum und das Ziel, Rettungshubschrauber fliegen zu wollen. Und das ist jetzt bei mir dann 2008 dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Und genau, ich bin seit April 18 in der Firma, seit Juni 18 zu Hause.
Wunderbar, vielen Dank. Wir haben hier eine Frage von Benjamin, die geht vor allen Dingen an Peter. Der möchte gerne wissen, ist es nicht schwer, wenn man während dem Flug nicht wirklich mit dem Patienten reden kann? Definitiv ist es schwer. Wir versuchen dem Patienten, wenn er wach ist, beim Einladen klarzumachen, dass es eben sehr, sehr laut wird. Es gibt diese Mickey-Mäuse. Wo habe ich meine denn jetzt gerade rumfliegen? Ich finde sie gerade nicht. Auch nicht schlimm. Die wir auf die Ohren noch setzen können. Doch hier, so liegt sie. Also sowas in der Art. So sieht es dann nachher aus. Und die Patienten sind damit eben mal von dem Turbinenkrach geschützt, die doch sehr hochfrequent und laut werden können. Wir haben uns ein kleines System ausgedacht, indem wir uns kleine Karten gemacht haben. Die sind so groß, die sind an so einem kleinen Bund dran. Und da stehen bestimmte Sätze, die häufig eben gefragt werden, schon beantwortet drauf. Zum Beispiel, wir starten jetzt, wir landen in 5 Minuten, die Vibrationen, die Sie spüren, sind normal oder haben Sie Schmerzen? Dann kann man mit Daumen hoch, Daumen runter eben antworten. Und so werden die häufigen Fragen, die eben vorkommen, dann relativ leicht doch abgearbeitet. Und auch ein Patient kriegt zumindest das Gefühl, dass er im Flug nicht ganz alleine ist. Ja, das ist eine super Idee. Hier gibt es gleich eine weitere Frage, die kann man sicherlich an euch beide richten. Welcher Einsatz bleibt euch besonders im Gedächtnis aufgrund des Landespots oder des Unfalls an sich? Ich würde sagen, um die Uhrzeit bitte nur positive Geschichten. Das wünsche ich mir jetzt. Ich glaube, im Ruben seinen besten Einsatz kenne ich. Das war der erste. Kann es sein? Nein, natürlich. Also sagen wir mal, bei mir liegt der erste Einsatz noch nicht so lange zurück, da ich noch nicht so alt jetzt, so alt gedient in der Firma bin. Das heißt, klar, an den allerersten scharfen Einsatz erinnert man sich natürlich. Das war jetzt nichts Wildes, das war nichts Dramatisches, aber natürlich bleibt es einem im Gedächtnis, wenn zum ersten Mal der Pieper losgeht und der sogenannte, bei uns nennt man das Supervisionskapitän, also ein erfahrener Pilot, der dann noch mitfliegt, der einen quasi in das Arbeitsspektrum Rettungsfliegerei dann noch einlernt, der war da auch mit dabei. Und das ist einfach eine schöne Sache, an die man auch zurückdenkt, weil jetzt sitzt man ja alleine drin, entscheidet alles alleine. Und damals hat man dann noch so ein bisschen einen Erfahrenen neben sich sitzen gehabt, den man dann eventuell auch mal anspiegeln konnte und fragen konnte, ist das alles in Ordnung, so wie man das macht? Und das ist schon auf jeden Fall eine der Dinge, die man sich im Gedächtnis behält. Und dann was sehr Schönes, ein sehr schöner Einsatz bei mir war, da sind wir zu einer kurz bevorstehenden Geburt gerufen worden und haben dann quasi gerade noch rechtzeitig unsere Notärztin zugebracht. Die hat es dann gerade noch so geschafft, die werdende Mama in den Krankenwagen zu bringen. Und dann war eigentlich der Plan, dass sie noch ins Krankenhaus in den Kreissaal fahren wollten. Und dann ist aber der Rettungswagen direkt vis-à-vis vom Hubschrauberlandeplatz dann stehen geblieben und dann kam der Kleine dann eben doch im Krankenwagen auf die Welt, alles prima, alles gut und unsere Notärztin hat den Kleinen dann noch voll ins Krankenhaus begleitet und wir sind dann hinterher geflogen und haben unsere Notärztin dann wieder eingesammelt und solche Einsätze sind dann natürlich immer sehr, sehr schön und bleiben einem sehr positiv dann auch im Gedächtnis. Toll. Ja, es gibt vielfältige Einsätze. Also ist zwar noch vor 8, aber ich muss sagen, so die prägenden Einsätze sind auch eher frustrane Einsätze in meiner Laufbahn. Was immer wieder passiert und was wirklich für mich als Arzt sehr frustrierend ist, und der Dirk würde das jetzt sicherlich genauso abnicken, sind eben Einsätze, wo man vor Ort ankommt und es liegt ein sehr, sehr, sehr ernster Notfall vor. Ich mache immer gerne das Beispiel mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand und man sieht, dass einfach vor Ort niemand Hand anlegt. Und das ist für uns sehr, sehr frustran. Wir sind da auch alle sehr engagiert. Wir haben einen ehemaligen Kollegen, den Christoph 41, der jetzt in Rente ist, unser guter alter Joe. Den kennen bestimmt einige, die hier zuschauen. Joe Böttinger. Und er engagiert sich da auch mit mir zusammen, dass wir genau diese Situationen eben nicht mehr erleben. Wir schulen da relativ viel in Erster Hilfe und in Reanimation. Aber es gibt auch dort die schönen Momente. Wir hatten eine 12-Jährige hier aus dem Kreis Böblingen, 2 Nachbarorte entfernt, die plötzlich reanimationspflichtig wurde, von der Notärztin im bodengebundenen Rettungsdienst hervorragend vorversorgt war.
und dann an uns übergeben wurde, um sie dann möglichst schnell in die Kinderklinik zu bringen. Wir haben sie im Hubschrauber dann auch weiter stabilisiert. Und auf die Antwort von Carsten oder die Frage von Carsten Schlipp gleich Bezug zu nehmen, ja, wir haben ein CPR-Gerät, nämlich das Corpuls CPR. Sowas setzen wir auch gleichzeitig ein, wenn wir einen Patienten haben, der droht eben im Hubschrauber reanimationspflichtig zu werden. Dementsprechend fliegen wir auch instabile Patienten. Und können wir da mal kurz einhaken für diejenigen, die zugucken und das vielleicht nicht kennen? Kannst du mal bitte ganz kurz erklären, was dieses Gerät kann? Zuerst sage ich noch schnell, was aus dem Mädchen wurde und dann erkläre ich es gerne. Das Mädchen konnten wir gut in der Kinderklinik abgeben und das Schöne daran war, dass ein paar Monate später stand sie mit ihren Eltern bei uns an der Station, hat geklingelt, ob sie zu uns darf, kam rein, hat uns eine tolle Karte überreicht. Für alle, die das gesehen haben, die da irgendwie nur involviert waren, die hatten natürlich die Tränen in den Augen, weil das sind die Momente, auf die wir eigentlich hinarbeiten. Und wenn es dann noch so geht, dass die Patienten hinterher noch so fit sind, dass sie uns dann nachher auch noch persönlich danken können, das sind Momente, also die vergisst man nie. Das kann man wirklich sagen. Und jetzt kurz zum Erklären, also ein extra Corpuls-CPR ist nicht anders als ein mechanisches Gerät, was die Reanimation, also das, was man mit den Händen normalerweise macht, übernimmt, das Ganze automatisiert und so spart man Manpower, so kann man auch in einem richtig engen Rettungshubschrauber, der ja nicht viel Platz mit sich bringt, wo man tatsächlich sich nicht ablösen könnte zum Reanimieren, hinten auf der kleinen Fläche kann man auch Patienten, die instabil sind, eben transportieren und es notwendig wird, auch reanimieren während dem Flug. Wow. Peter, hast du eine Erklärung dafür? Ich meine, es gibt ja jedes Jahr die Woche der Wiederbelebung. Warum schneidet Deutschland bei dem Thema im europäischen Vergleich so schlecht ab? Gibt es da aus deiner Sicht eine Erklärung für? Definitiv. Ich glaube, es ist Angst. Es ist Angst und einfach Angst, was falsch zu machen. Da macht man lieber nichts. Und ist aber genau umgekehrt eigentlich die richtige Antwort. Egal, was man tut, ist besser als nichts zu tun. Und wenn man ehrlich ist oder wenn jeder sich mal in die eigene Nase fasst, wann hat er seinen letzten Erste-Hilfe- oder es muss ja gar nicht ein großer Erste-Hilfe-Kurs sein, sondern Notfallhilfe-Reanimationskurs gemacht. Das ist bei den meisten beim Führerschein gewesen. Und wer jetzt einfach mal ein paar Jahre schon hat seit seinem Führerschein, der vergisst diese Griffe auch. Und wer dann unsicher wird, der traut sich auch im Ernstfall dann eben nicht anzugreifen und macht diesen, ich sage immer, 3 Meter Sicherheitsabstand überbrückt der nicht. Wenn man 3 Meter vom Patienten wegsteht, steht man sicher. Da kann einen nichts anspritzen, wenn es irgendwo rausspritzt. Und man wird auch nicht dazugezogen und man ist auch für nichts verantwortlich. Aber wer diese Strecke überbrückt und zum Patienten hingeht, der macht schon alles richtig. Und dann funktioniert es auch. Ja, und der Dirk ist schon wieder da. Also für mich ging das gerade wie im Flug. Du warst, glaube ich, schneller als 10 Minuten. Ja, das war jetzt nicht neuer Rekord, aber durchaus Spitzenwert. Ja, also, nach dem Motto, wenn ich geschlafen habe, ging es genauso schnell in der Station. Genau. Da ist das Wetter gerade fast zu schlecht. Das ist recht diesig. Genau. Okay. Ja, schön, dass du wieder da bist, Dirk. Wir hatten gerade das Thema Laienreanimation und auch gefragt wurde, die Frage können wir natürlich auch gerne an dich weitergeben. Jetzt muss ich sie nur noch wiederfinden. Welcher Einsatz bleibt euch besonders im Gedächtnis aufgrund des Landessports oder des Unfalls an sich? Da hast du doch, wir haben uns darauf geeinigt, wir haben gesagt, wir erzähl mal heute Abend positive Geschichten. Und Peter hat eine sehr tolle Geschichte erzählt von einem jungen Mädchen, das ihr entscheidend helfen konntet. Hast du da vielleicht noch eine im Köcher? Das ist immer eine schwierige Frage, wenn man unvorbereitet ist, weil im Lauf von über 20 Jahren, da sammelt sich immer so viel an. Und da gibt es ganz viele besondere Geschichten. Was mir jetzt spontan einfällt in der Masse, ist eine junge Frau, so um die 20, die mit ihrem Roller verunglückt ist und
die ein isoliertes Schädel-Hirntrauma hatte, also eine isolierte Verletzung im Kopfbereich mit einer ganz gut, in der Klinik ganz gut beherrschbaren Blutung, wo man recht gut und schnell helfen kann, wenn es schnell geht. Und es war von der Flugstrecke relativ kurz, bis wir da waren. Wir waren sogar noch vorm Rettungswagen da. Und das lief alles wirklich super Hand in Hand mit den Kolleginnen und Kollegen vom Rettungswagen, sodass man die unheimlich schnell intubieren konnte, beatmen konnte, in Hubschrauber verladen. Also da haben wir wirklich so fast ein bisschen Load and Go gemacht. Dann in ein Zentrum der Maximalversorgung haben wir die geflogen. Da kam der Zeitvorteil halt dann vom Hubschrauber auch gut zur Geltung. Wir konnten auch wirklich fast direkt nebendran landen, dann beim Einladen. Und dann war die relativ schnell in der Klinik. Und als wir dann abends angerufen haben, wurde uns schon berichtet, dass es sehr gut aussieht bei ihr. Und man muss dazu sagen, für die, die sich ein bisschen auskennen, also kurz nach unserem Eintreffen hat sich schon eine Pupillendifferenz entwickelt. Und das ist normalerweise schon ein Zeichen, dass da einiges an Blut im Kopf ist. Und als wir dann ein paar Tage später angerufen haben, das war dann am letzten Tag unserer Vierer-Dienstschicht im Sommer, am ersten Tag war der Unfall und am letzten Tag, also drei Tage später, konnte schon berichtet werden, dass sie extubiert ist, also wieder normal atmet, ansprechbar ist. Das ist so, das war schon eines der tollen Geschichten. Mhm. Anschließend könnten wir diese Frage mal jetzt hier eben beantworten. Matthias möchte gerne wissen, wie stark seid ihr mit den aktuellen Einsatzzahlen im Ballungsraum Stuttgart ausgelastet? Wer möchte? Das ist eine gute Frage. Die Einsatzzahlen liegen bei uns in den letzten Jahren dauerhaft über 1000 pro Jahr. Das schwankt mal ein bisschen mehr nach oben, mal ein bisschen mehr nach unten. Die Haupteinsätze, die wir fliegen, sind sogenannte Primäreinsätze. Das sind Einsätze, die wir quasi im Notfalleinsatz machen und direkt vor Ort irgendwo in der Nähe zur Landung gehen. Die Sekundäreinsätze, die wir fliegen, sind Verlegungstransporte von Klinik zu Klinik. Und das ist bei uns als Rettungstransporthubschrauber, der ja im eigentlichen Sinne auch ein Dual-Use-Hubschrauber ist, aber die Primärtransporte macht eben der kleinere Teil. Und wir haben hier eine Region, die sehr, sehr industriell ist und vor allen Dingen große Autobahnabschnitte hat. Hier auch nur als Beispiel die A8, die Bundesautobahn 8 nennen, Bundesautobahn 81, die hier ein Kreuz hat im Ballungsgebiet Stuttgart. Und wir bedienen ja das Gebiet von weit über Heilbronn bis fast runter nach oder über Rottweil hinaus. Rufen, du musst mich korrigieren, wenn es nicht ganz stimmt. Und tatsächlich auch von Karlsruhe bis nach Ulm sind unsere Einsatzgebiete für die Primäreinsätze. Und da ist, wenn man jetzt mal das Verletzungsmuster Polytrauma, also schwer verletzte Patienten nach Unfalltrauma, also irgendwelche Unfälle verletzt, doch sehr, sehr groß, weil auch hier natürlich die Bevölkerungsanzahl sehr, sehr groß ist durch Stuttgart. Und gerade im Umlandgebiet nördlich von Stuttgart, wo die größeren Städte sind, da ist doch recht viel zu tun. Ich denke, würde sagen, helft mir schätzen, so gute 60-70% gehen in dieses Gebiet rein, wenn nicht mehr sogar. Ja, ja, also von unserem Top-Ranking von den Einsatzzahlen, von den Jahresstatistiken, ist immer Landkreis Böblingen, Ludwigsburg und Pforzheim, die sind so vorne mit dabei. Und trotzdem muss man, wie gesagt, betonen, wir sind ein Hubschrauber, der den Umkreis von 50 bis 100 Kilometer bedient. 8 bis 10 Landkreise sind so unsere Haupteinzugsgebiete, aber bei Bedarf auch darüber hinaus. Da ist alles vertreten. Und aber weil ja nach den Einsatzzahlen hier in der Region gefragt wurde, das ist das, was ich gerade genannt habe, das sind so das Top-Ranking. Ja. Mhm. Es tauchen jetzt immer wieder auch Fragen auf zu der möglichen Verlegung des Standortes. Da möchte ich jetzt einfach um Verständnis bitten, dass wir das heute Abend nicht thematisieren, weil keiner, der hier in diesem Gespräch dabei ist, hat irgendeinen Einfluss darauf. Sicherlich hat der ein oder andere von dem Strukturgutachten in Baden-Württemberg gehört, gelesen, klar.
Aber da bitten wir einfach um Verständnis. Das führt jetzt zu nichts, wenn ich einen von den dreien in Verlegenheit bringen sollte, beziehungsweise wir mit einer Frage, weil ja, das Thema wird sicherlich noch lange ein Thema sein. Aber Tim hat eine Frage an Ruven. Ist gegen den Wind lenken schwierig? Nein, ist nicht schwierig. Also es muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt davon spricht, dass man gerade im Reiseflug ist, also irgendwo oben am Himmel und geradeaus fliegt. Da kannst du das ein bisschen vergleichen wie beim Segeln. Ne? Je nachdem, wie stark der Wind ist und aus welcher Richtung er kommt, wenn du in eine gewisse Richtung fahren oder fliegen möchtest, dann musst du halt ein bisschen vorhalten. Das heißt, der Hubschrauber fliegt nicht direkt von A nach B, wenn du dir das als Linie vorstellst, mit der Nase gezeigt, sondern du fliegst so ein bisschen schräg, bewegst dich dann zwar auf dieser Linie, aber die Hubschraubernase zeigt ein bisschen nach rechts oder nach links, dass der Wind dich eben nicht wegdrückt. Ne? Das kann man so sagen zum Wind, wenn man irgendwo geradeaus fliegt. Und den Wind spürt man dann eher beim Start und bei der Landung, also wenn man sich im Schwebeflug befindet. Ne? Also wenn man den Hubschrauber gerade vom Boden wegnimmt oder gerade am Boden wieder absetzt. Und da spürt man den Wind dementsprechend, aus welcher Richtung er kommt. Und da müssen wir dann schon dagegen lenken, weil der Wind einen sonst natürlich mit der Windrichtung versetzen würde und eventuell irgendwo hindrückt, wo man nicht hin möchte oder wo es für den Hubschrauber auch gar keinen Platz mehr zum Fliegen gibt. Wenn man jetzt von einem Landeplatz an der Einsatzstelle zum Beispiel spricht. Okay. Aber man kann sagen, das ist wie wenn man jetzt als erfahrener Autofahrer merkt, okay, ich fahre jetzt auf einer etwas schlechteren Straße, da gibt es ein bisschen mehr zu tun, aber das läuft einfach automatisch ab. Man spürt das zwar, merkt das, dass man es machen muss, aber es ist keine große Mehrbelastung für uns Piloten. Hier gibt es eine interessante Frage. Wie steht ihr zu Gaffern, beziehungsweise wie versucht ihr mit ihnen umzugehen? Wäre eventuell eine Aktion wie die von den, das sind ja die Johanniter mit dem QR-Code auf dem RTW, eine Idee? Da würde ich gerne darauf antworten, weil ich glaube, ich habe da mitunter eine der schlechtesten Erfahrungen gemacht im Einsatz mit dem Christoph 41. Es war ein Einsatz auf der Autobahn, mal wieder, schwer verletzter Patient, LKW-Unfall. Und der Patient hat aufgrund der Verletzungsschwere, wurde er leider reanimationspflichtig. Und er konnte von der Feuerwehr, von der Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde dann eben in den RTW verbracht. Dort sind wir als Team zugestiegen, haben das Team vor Ort dann unterstützt in den Reanimationsmaßnahmen. Und es ist vollkommen krass, was sich dort für Bilder an der Autobahn tatsächlich dann zeigen, wenn der Stau so groß ist oder wenn wirklich ein Stillstand vom Verkehr ist, die Leute aus den Fahrzeugen aussteigen können. In dem Fall gab es seitlich davon so eine kleine Lärmschutz, so ein Lärmschutzwall. Und ich kam mir vor beim Einsteigen in den RTW, als würde ich quasi an einer Arena vorbeilaufen, wo die Leute sich auf diesem Lärmschutzwall tatsächlich aufgestellt haben, damit sie weiter hochgelaufen sind, damit sie besser in dieses Szenario reinsehen können. Und um das Ganze noch zu krönen, ich war eine Zeit lang dann eben im RTW beschäftigt, habe das auch relativ bald ausgeblendet, weil man konzentriert sich ja doch auf den Patienten. Und irgendwann ging die die Seitentür vom Rettungstransportwagen einfach mal auf. Und normalerweise passiert das, wenn irgendein Polizist reinguckt, eine Frage hat oder jemand Material von draußen eben reinbringen will oder umgekehrt. Und die Tür ging auf, es kam niemand rein. Und da ich eben am Kopf vom Patienten stehe als Notarzt, stehe ich der Tür auch am nächsten. Und ich habe rausgeschaut und es standen draußen vor der Tür im Abstand von 2 Metern, standen mindestens 4, 5 in zivil gekleidete Personen. Und so im Eifer des Einsatzes ist mir da überhaupt nichts aufgefallen oder es ist mir in dem Moment nicht komisch vorgekommen. Die Tür ging wieder zu und dann ging sie wieder auf und es kam immer noch keiner rein und es standen immer noch die Leute da. Und ich dachte mir so im Kopf während dem Einsatz, die Angehörigen waren aber schnell da, weil es sind meistens die Angehörigen, die sich eben vor der Fahrzeugtür sammeln. Und dann so im Laufe des Einsatzes ist mir dann klar geworden, nee, das war nicht Angehörige. Wie sollen die denn an die Autobahn kommen? Das war mitten auf der Autobahn im Stau. Tatsächlich haben sich vor der Tür des RTWs 5, 6 Gaffer aus dem Stau, aus den Fahrzeugen rausbewegt, sind neben diesen RTW gelaufen, in 2, 3 Meter Entfernung. Und es wurde von außen beobachtet, wie die immer wieder die Fahrzeugtür aufgemacht haben, um reingucken zu können, was denn in diesem Fahrzeug passiert. Die Fahndung von der Polizei ist leider damals ins Leere gelaufen. Ich war
richtig schockiert. Ich konnte das lange Zeit nicht verarbeiten, wie man tatsächlich so agieren kann. Es hat auch in der Presse dann Wellen gegeben. Aber tatsächlich diesen Fall so zu sehen, wie das ausartet, ist fürchterlich. Und das ist mir sehr, sehr, sehr heftig in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob dieser QR-Code an sich was bringen würde auf den RTWs. Ist es eine gute Idee? Ich glaube, das muss viel mehr thematisiert werden, auch in den Medien. Und ich weiß nicht, was die Leute dazu führt, was diese Sensationsgier ausmacht. Ich kann immer nur sagen, Leute, stellt euch vor, ihr liegt da. Und ja, ihr wollt nicht, dass euch jemand zuschaut. Entschuldigung, Kopfhörer hat sich verabschiedet. Ja. Also da bin ich komplett bei dir. Mir fehlt da auch jegliches Verständnis. Meine Mutter lebt in der Nähe von Kassel und als meine Familie und ich vor Weihnachten zu ihr gefahren sind, die hat auch noch am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag, sind wir genau in so eine Situation geraten. Wir waren aber relativ weit weg von der Unfallstelle. Dann kamen aber auch die Kollegen mit dem Rettungshubschrauber und mir ist das wirklich ein Schleier. Mir ist es ein Schleier, genau wie du sagst. Jeder muss doch eigentlich sich nur die Frage stellen, wenn ich jetzt selber da liege, möchte ich von wem auch immer, von wildfremden Menschen fotografiert und gefilmt werden? Also ich verstehe auch nicht, das kann ja auch nicht nur an diesen Geräten liegen, die wir fast alle mittlerweile haben und die es so leicht machen, Dinge halt auch in Anführungsstrichen festzuhalten. Aber ich... da bin ich auch total ratlos und überfragt, was man da tun kann. Weil ich finde, Peter, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Thema Reanimation, ja, also ich habe, als du vorhin gesagt hast, wann macht man das denn? Ich habe vor anderthalb Jahren ungefähr, war ich bei einer Übung dabei und sollte mir halt vorstellen, die Puppe da am Boden, das sei meine Frau, und ich wüsste jetzt nicht, wann Hilfe kommt und ich soll sie reanimieren. Wenn man dann erstmal dann weiterdenkt nach dem Motto, was wäre denn jetzt tatsächlich, egal ob es ein naher Verwandter ist oder jemand anders und ich fühle mich nicht in der Lage, helfen zu können, jetzt springen wir gerade zum anderen Thema, aber es müsste doch auch jeder eigentlich sich an die eigene Nase fassen und sagen, dann sollte ich mal wieder einen Kurs machen. Ich finde, das ist das eine und das andere. Ich weiß zum Beispiel, dass in den Niederlanden Erste Hilfe schon in den Grundschulen thematisiert wird. Und da frage ich mich, weil manchmal geht es ja auch nur darum, Kinder zu sensibilisieren. Die sollen ja nicht selber reanimieren können. Widerlegt können sie, aber können sie. Können sie. Okay. Aber alleine schon zu wissen, dass man 112 wählen sollte, weil vielleicht schon alleine die Stimme am Telefon dann halt auch Instruktionen geben kann, sowas sollte doch, finde ich, auch thematisiert werden. Kann man doch eigentlich gar nicht früh genug mit anfangen. Oder? Wie siehst du das? Ja, es wandelt sich aber. Es wandelt sich. Es gibt ja viele Initiativen inzwischen in Deutschland, die genau das Thema aufgreifen. Und wenn man jetzt die Zahlen mal vergleicht, ich bleibe jetzt bei den Laienreanimationszahlen. Also wir waren vor 8, 9 Jahren, hatten wir eine Laienreanimationsquote von 18%. Mhm. 18% haben was getan. Und das darf man... Das muss man sich vorstellen, 82% blieben liegen. Und wenn man jetzt sich 60.000 Reanimationen pro Jahr einfach mal vorstellt und 50.000 davon bleiben einfach mal liegen. Ja, wie die Fußballfans, wie groß ist denn hier das Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart? Mhm. Das ist das ganze Stadion voller Leichen, wenn man sich das vorstellt. Fürchterlich dieses Bild, wo nichts getan wird. Und da hat sich natürlich ein bisschen was getan. Das wurde besser in den letzten Jahren. Wir sind jetzt weit über 40%. Aber im Vergleich zu den Niederlanden, die jetzt bei 70-80% sind, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und wie du sagst, jeder sollte sich da ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und der Grundtenor ist ein ganz einfacher. Man kann nichts falsch machen, denn alles, was man tut für den Patienten, ist richtig und bringt ihn weiter. Und jetzt ganz ehrlich, egal wie gut der Dirk geschult ist, egal wie gut der Ruven fliegt, egal welche tollen Equipments ich von der DRF zur Verfügung gestellt habe, mit Hightech in jeglicher Variante, ob wir unser Supersono-Gerät jetzt dabei haben, unser Ultraschallgerät, ob wir unsere Videolaryngoskope haben, die in erstklassiger Qualität sind, die kann ich alle in meinem Koffer drin lassen, wenn die ersten Minuten nicht überbrückt werden. Da können wir noch so schnell sein, noch so gut sein,
es hilft alles nichts, wenn vor Ort eben nicht die erste Hand angelegt wird. Und dann wird es tragisch, weil dann können wir tatsächlich nur sagen, ja, wir können leider nichts mehr tun und der Patient verstirbt und mit dem Wissen aber im Hinterkopf, na, das hätte anders laufen können. Mhm. Da könnte man mal Entschuldigung. Konstantin, du bist der Moderator, aber ich will trotzdem noch mal was einbringen. Und zwar, das hat mir jetzt die letzten Minuten nicht so ganz Ruhe gelassen. Du hast ja vorhin, ich glaube, das war die vor- oder drittletzte Anmoderation, hast du gesagt, dass jetzt viele Fragen mit dem Strukturgutachten, mit der Standortverlagerung haben und dass du das ein bisschen von uns weghalten willst. Ich will da trotzdem mich jetzt mal aus der Deckung wagen und da kurz drauf eingehen. Ich habe mir überlegt, wir machen im Einsatzalltag nichts anderes, als uns unbekannten und schwierigen Situationen zu stellen. Und ich will das kurz erklären, warum du das so ein bisschen sozusagen abmoderiert hast mit diesen Fragen, weil es eine schwierige Situation ist. Es gibt diese Strukturgutachten, wo man aus gutem Grund gesagt hat, das Innenministerium gesagt hat, dass man mal schaut, diese in den letzten Jahrzehnten gewachsene Luftrettung, die ist ja so Stück für Stück gewachsen seit den 70er Jahren, dass man sich das mal anschaut von einem renommierten Institut und da ein Gutachten machen lässt und mal schaut, wie wird man denn heutzutage die Luftrettung am Reißbrett sozusagen neu strukturieren und konstruieren. Und das hat auch zur Folge, dass an einigen Standorten dann Veränderungen ins Hause stehen, unter anderem auch Leonberg. Also wir sollen laut dem Gutachten etwas Richtung Süden verlegt werden, so im Bereich Tübingen, Reutlingen. Und jetzt ist da nämlich das Spannungsfeld. Zum einen ist man an der Station vor allem in erster Linie einfach für die Patienten da. Das ist das Allerwichtigste. Dass wir ganz neutral für jeden da sind. Und deswegen ist unser wichtigstes, also ich rede jetzt von unserem, da bin ich mir sicher, dass das Team dahinter steht. Aber das wichtigste Anliegen von mir, von uns ist, dass wir jedem optimal helfen, jeden in Baden-Württemberg oder auch mal über die Grenzen hinaus. Das ist das Wichtigste. Aber natürlich kommt an zweiter Linie, wenn man ehrlich ist, schon, wir sind der Christoph 41 mit Station Leonberg und das seit 35 Jahren, auch wenn wir alle nicht seit 35 Jahren dort sind. Also wenn man ganz ehrlich ist, das Herz hängt natürlich schon an der Station. Da ist man täglich, da investiert man viel Zeit und auch Herzblut. Und das ist dieses Spannungsfeld, denke ich mal, wo du gemeint hast. Und was halt auch wichtig ist, die DAF-Luftrettung und wir als Mitarbeiter der DAF-Luftrettung, ist wichtig, dass wir da Neutralität bewahren, weil das, man ist Leistungserbringer als DRF-Luftrettung. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass jeder die optimale Hilfe erlangt. Trotzdem kann man ja ehrlich sein und kann sagen, Herzblut hängt an der Station und nicht nur Herzblut. Es gibt, das betrifft ja nicht nur Leonberg, es gibt ja, das Gutachten hat das alles, was auch ganz wichtig ist, da hat man neutral nach Zahlen, Daten, Fakten draufgeschaut. Trotzdem gibt es natürlich auch regionale Sachen, wo wir hoffen, dass die der Politik bekannt sind, die für oder auch gegen einen Standort sprechen. Also bei uns in Leonberg ist es zum Beispiel so, du hattest ja vorhin unser Jubiläum, die Historie angesprochen, das wissen gar nicht mehr so viele. Das habe ich mir auch von unseren guten Vorgängerkollegen erzählen lassen. Der Hubschrauber kam 1986 nach 13 Jahren Irrwegen im Großraum Stuttgart, also 73. Seit 73 gibt es den Hubschrauber. Damals hieß er, glaube ich, noch Baden-Württemberg 7. Und dann hat er 13 Jahre lang keine Heimat gefunden, weil damals war, glaube ich, schon ein bisschen das Problem, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das heißt, Hubschrauber war damals was ganz Neues, aber trotzdem fanden die Leute positiv, dass da Hilfe, der Notarzt aus der Luft kommt. Aber das mit dem Lärm war damals schon, glaube ich, nicht so erwünscht. Und so hat man 13 Jahre lang keinen so richtigen Standort gefunden, bis man 1986, und da kann man nach 35 Jahren auch wirklich nochmal ein ganz herzliches Dank aussprechen an Leonberg, an die Umgebung, an die Bevölkerung. 1986 hat man gesagt, hier am Krankenhaus Leonberg, da könnte man jetzt eine Station bauen. Und eines der Argumente, die für Leonberg gesprochen haben, waren damals freie An- und Abflugwege. Man startet ja gegen den Wind, meistens haben wir Westwetterlage. Wenn man da mal ins Google-Luftbild schaut, also wir haben freien An- und Abflug nach Westen und auch nach Norden, unsere Haupt-An- und Abflugstrecken.
Und das war damals das Argument und das gilt bis heute, weil das ist erstaunlich nach so vielen Jahren, es wurde in diesen Bereich nach wie vor nicht reingebaut. Also das sind so Sachen, die eben für Leonberg sprechen und dann haben wir eine super Infrastruktur. 2013 wurde alles Wesentliche erneuert, neu gebaut. Da ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Aber trotzdem, was man ganz klar sagen muss, die Politik und es wird oft über die Politik in verschiedenen Bereichen geschimpft. Ich muss immer sagen, ich habe Respekt davor und will den Job nicht machen. Die Politiker, die Beamten, das Innenministerium, das muss halt jetzt abwägen. Nach den lokalen Gegebenheiten, nach den Sachen, die im Gutachten stehen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man schon diese Sachen, wie ich es jetzt kurz gemacht habe, anspricht. Aber trotzdem sagt, es ist wichtig, dass jemand, der nicht emotional drin hängt, der sonst nicht irgendwie verstrickt ist, dann alle Fakten zusammenträgt aus dem Gutachten, aber auch die lokalen, diese so weichen Faktoren sozusagen, wo ich jetzt kurz mal welche genannt habe. Und das betrifft ja nicht nur uns, sondern andere Standorte. Und dann für ganz Baden-Württemberg entscheidet, wie macht man das Ganze jetzt, damit nachher was noch Besseres rauskommt, wie das, was wir jetzt schon haben. Und abschließend zu dem Thema, das habe ich vorhin erst erfahren, und das möchte ich einfach auch, da gibt es bestimmt auch einige unter den Zuschauerinnen und Zuschauern hier aus der regionalen Umgebung. Dadurch, dass wir uns aus gutem Grunde als DRF, Luftrettung, auch als Station Leonberg, da neutral verhalten wollen und müssen, finde ich es aber trotzdem erwähnenswert und tolle Sache, dass ich vorhin erfahren habe, dass sich die Blaulichtorganisation hier aus der Umgebung, wo wir eine besonders enge, gute Partnerschaft haben, zusammengeschlossen haben. Und ich glaube, es war heute erst eine Petition online gestellt haben, wo die nochmal verschiedene Argumente zusammengetragen haben, die ihrer Meinung nach für den Standort sprechen. Und finde ich eine tolle Sache. Ich habe sie selber noch nicht angeschaut, durchgelesen. Aber die soll bei, glaube ich, Open Petition online gestellt sein. Und das kann man sich mal durchlesen. Und wenn man es gut findet, kann man das zeichnen, dass der Hubschrauber hier in Leonberg bleibt. Und wenn nicht, bitte nicht. Und dann hat die Politik vielleicht nochmal eine Anregung zu sagen, ja, was macht Sinn und was nicht. Und ich bin mir sicher, wenn dann diese schwierige Entscheidung nicht nur für Leonberg gefällt ist, dass dann was Gutes für ganz Baden-Württemberg und damit auch für uns bei rauskommt. Ja, vielen Dank, Dirk. Das wird sicherlich äußerst interessant, wie das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Wir haben eine völlig andere Frage bekommen, und zwar von Nicole Bechmann. Wenn draußen Menschen unterwegs sind und Fördermitglieder werben, warum erzählen die den Menschen, es kommt kein Heli, wenn sie einen Unfall hatten oder sonst wie verletzt sind, wenn sie kein Fördermitglied sind? Sowas entsetzt schon. Liebe Nicole, vielen Dank für die Info. Wir wären dir total dankbar. Sicherlich kann ich dafür die drei Kollegen sprechen, wenn du uns mal schreibst, wo das passiert ist. Das geht gar nicht. Und da können wir auch mal, weil das weiß auch nicht jeder, die DRF-Luftrettung kann man ja weder in Leonberg noch in Stuttgart noch in Friedrichshafen noch oben im hohen Norden in Rendsburg direkt anrufen und sagen, ich hätte jetzt gerne einen Rettungshubschrauber, sondern das läuft über die zuständige Leitstelle, über die 112. Und ich glaube, Peter, du hast auch einen Hals, wenn ich das gerade richtig gedeutet habe. Da können wir uns, auch wenn wir nicht dafür verantwortlich sind, nur dafür entschuldigen, dass sowas passiert. Ich kenne die Person intern, die zuständig ist für das Thema. Der werde ich gleich morgen Bescheid sagen. Und wie gesagt, Nicole, danke für die Info. Da kümmern wir uns drum, weil, wie gesagt, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite kann man an der Stelle mal erwähnen, weil das ist auch nicht für jeden ersichtlich, so ein Gerät wie der Lukas oder der Corpuls gehört deswegen zur Ausstattung, weil es Fördermitglieder gibt, die der DRF Luftrettung dabei helfen, die Ausrüstung auf wirklich dem neuesten Stand zu halten. Und ohne Fördermitglieder wäre das
sicherlich in der Form nicht denkbar. Da sagen wir auf jeden Fall mal Danke dafür, denn wir Ärzte und die Notfallsanitäter und auch natürlich die Piloten, wir können aus dem Vollen schöpfen, weil es Menschen gibt, die spenden und die quasi hier dafür sorgen, dass wir eben die neuesten Gerätschaften auch einsetzen können und das vor Ort machen. Ich will das noch ganz kurz ergänzen, was du gesagt hast, Konstantin, weil du hast das richtig gesehen, da kriege ich einen Hals, wenn ich sowas höre. Der Hubschrauber wird von der Leitstelle alarmiert. Die Leitstelle ist quasi unser Auftraggeber und der Disponent, der an der Leitstelle sitzt, der entscheidet, je nachdem, wie das Unfallgeschehen beschrieben wird, von dem Anrufer oder von den erst eintreffenden Rettungsmitteln, die da eben vor Ort sind. Das kann ein Rettungstransportwagen sein, die RTW-Crew oder eben auch ein Notfalleinsatzfahrzeug mit dem Notarzt und einem Notfallsanitäter zusammen sein. Und die geben Rückmeldung an die Leitstelle und die können im Zweifelsfall, wenn ein schneller Transport notwendig ist, den Hubschrauber nachfordern oder wenn das Verletzungsmuster oder der Unfallmechanismus schwer genug ist oder auch kein anderer Notarzt schneller verfügbar ist, wie wir mit unserem Hubschrauber, dann entscheidet die Leitstelle eben, den Hubschrauber einzusetzen. Grundsätzlich muss man sagen, wir sind auch nicht besser wie andere. Jeder Notarzt, der auch bodengebunden kann, kommt, hat seine Fähigkeiten und kann im Endeffekt jeden Notfall eben abarbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung, um Notarzt zu werden. Wir haben bestimmte Vorteile gegenüber den Bodengebundenen und das ist einfach mal die Geschwindigkeit, die wir haben. Wir können große Strecken leicht überbrücken, wir können Stau leicht überbrücken und dementsprechend auch Patienten dann in entlegene Kliniken bringen, die vielleicht eine Spezialversorgung eben gewährleisten können. Da spreche ich ganz besonders die Versorgung vom Kopf an, denn die Kliniken, die den Kopfverletzungen behandeln können, die gibt's nicht so häufig, genauso wie schwere Brustkorbverletzungen. Und je schwerer ein Unfall eben ist, deswegen versucht man den Patienten dann auch immer in Zentren zu fliegen, die sowas sehr, sehr häufig behandeln. Und das macht dann Sinn. Und da haben wir einfach mit unserer Schnelligkeit wirklich einen erheblichen Vorteil gegenüber dem bodengebundenen Rettungsdienst. Nicht in der fachlichen Expertise. Also da arbeiten wir mit den Kollegen am Boden sehr, sehr, sehr gut zusammen. Und ganz, ganz viele von uns, ich in meiner Person, der Dirk jetzt nicht mehr, hat aber früher genauso gemacht, wir arbeiten auch im bodengebundenen Rettungsdienst noch mit und sind dann auch mal ohne die lauten Turbinen am Einsatzort. Mhm. Vielen Dank. Der Markus hat was Liebes geschrieben, schönes Kurzvideo von Dirk. Gerne würde ich euch ein Bild schicken. Ich habe die Romeo Papa hier im Bau als RSK-Modell in 1:6. Der scheint euch zu kennen, kann das sein? Also auf alle Fälle eine coole Sache. Das Bild würden wir gerne sehen. Schick's an die Stationsmailadresse. Konstantin, musst du mir helfen? Ich schreibe selten an die Station von extern nach Leonberg, ja, sonst ist sie, glaube ich, auch auf unserer Internetseite bei der DRF. Die Stationsmailadresse. Genau, die Stationsseite blende ich gleich noch ein. Ja. Wir haben noch eine Frage für Ruven. Der Tim möchte gerne wissen, wie lange die Ausbildung dauert. Mhm. Hi Tim, ja, ist ein bisschen davon abhängig. Sorry, bevor ich es vergesse, liebe Grüße an die Familie Hopf, die mich hier schon kräftig gegrüßt hat vor ein paar Minuten, da bin ich jetzt noch nicht dazugekommen. Liebe Grüße zurück. Tim, da kommt ein bisschen drauf an, was für einen Weg du einschlägst. Es gibt Wege, die du, Ausbildungswege, das machst du komplett in Deutschland. Da gibt es wiederum zwei Hauptwege, die du gehen kannst. Da sprechen wir zwischen 2 bis 3 Jahren. Du kannst dir also vorstellen, wie eine normale Berufsausbildung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Hubschrauberpilot zu werden, mit den Weg zu nutzen, über Amerika zu gehen, was viele, auch viele meiner DF-Kollegen so gemacht haben. Das ist jetzt nicht unbedingt billiger oder besser, aber das dauert dann ein bisschen länger. Da bist du dann schon eher mit 3 bis 3,5 Jahren beschäftigt. Genau, also zwischen 2 bis 3 Jahren, je nachdem, welchen Weg du einschlägst, welche Schiene du fährst. Gibt es eigentlich, das habe ich jetzt mal, ich war mal bei den Flugtagen in Bautzen, bei den Kollegen von Christoph 62, und da kam auch ein junger Mann und hat den Piloten gefragt, ob man in den sogenannten MINT-Fächern denn besonders gut sein sollte. Der Kollege damals hat gelacht und hat gesagt, keine Sorge, er sei in der Schule jetzt in so einem Fach wie Mathe selber nicht gut gewesen,
Aber oft ist es ja so, wenn man als junger Mensch ein Ziel hat, dann fällt es ja auch leichter, sich mit Zahlen zum Beispiel intensiver zu beschäftigen. Also Rufen, kannst du da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben? Ja, also generell muss man sagen, es gibt jetzt, wenn man zu einer zivilen Flugschule hingeht, egal ob Deutschland oder auch im Ausland, gibt es jetzt keine Anforderung, dass man mit Abitur, Realabschluss oder sonstigen Schulvorbildung kommen muss. Tipp, eine Empfehlung ist natürlich, je höher die Schulbildung es ist, desto leichter tut man sich eventuell in den einzelnen Fächern, wie zum Beispiel Mathematik, Physik, weil es da schon ein bisschen drum geht, gerade in den Fächern Aerodynamik, warum jetzt überhaupt so ein Hubschrauber sich in der Luft bewegen kann und sich in der Luft hält. Ich kann aber auch von mir erzählen, ich habe zwar Abi, bin aber auch, ich meiner Meinung nach hängt das ganz stark auch vom Lerntyp ab. Also es gibt glückliche Menschen, die lesen sich, egal welches Fach, lesen die sich einmal durch und haben es abgespeichert und können es auch wiedergeben. Ich war leider nicht so ein Glücklicher. Ich musste Sachen immer 3-4 Mal lesen, dass ich mir das behalten konnte, dass ich dann auch durch die entsprechende Prüfung gekommen bin. Hat jetzt nichts mit meiner schulischen Vorbildung zu tun. Und die Erfahrung, die ich aber bei allen meinen Flugschülern in der Vergangenheit gemacht habe, das Schöne ist ja in der Pilotenausbildung, die besteht nicht nur aus Theorie, sondern es ist ja auch noch das schöne Fliegen. Das Fliegen motiviert einen ja dann auch immer. Ne? Also es ist, wenn man als Fußgänger kommt, überwiegt am Anfang so ein bisschen die Theorie, weil es einfach ein bisschen mehr Theoriestunden zu leisten sind als Praxisstunden. Und man kann sich aber selber immer wieder genügend motivieren, wenn es dann mal wieder die nächste Flugstunde gibt mit dem Fluglehrer. Und das ist eigentlich das Schöne am Fliegen und an einer fliegerischen Ausbildung zum Piloten. Was ich zu dem Themenfeld interessant finde, Konstantin, noch kurz. Ich dachte bis vor ein paar Jahren immer, mehr als die Hälfte der Miete ist, egal in welchem Beruf, ob jetzt Pilot, Arzt, Notfallsanitäter, ist, dass man einfach fachlich gut ist. Aber jetzt im Laufe der vielen Jahre, da wir immer also bei uns ist Teamarbeit, denke ich mal, schon besonders wichtig. Inzwischen bin ich der Meinung, deutlich mehr wie 50% sind einfach die, wie nennt sich's auf Neudeutsch, sozialen Skills. Also, dass einfach einer einen guten Charakter hat, dass einer verlässlich ist, einfach ein feiner Mensch. Und das ist, finde ich, mehr ist wichtiger wie die anderen Sachen. Da braucht es natürlich schon eine gewisse Basis. Aber das ist mal wichtig, also dass es da passt, dass man einfach ein Teamplayer ist, soziale Kompetenzen hat. Und das andere, wie es der Rufen ja schon gesagt hat, wenn man die Motivation hat, wenn alles passt, dann kriegt man das andere auch hin. Also wenn ich an mich denke, ich war zumindest in gewissen Jahren in der Schule, war ich jetzt nicht so der Crack. Und irgendwann mit den richtigen Lehrern und der richtigen Einstellung ist der Knoten geplatzt. Und dann hat es ziemlich gut gepasst. Und ich merke bei mir auch bis zum heutigen Tage, wenn mich was interessiert, da kann ich sonst was vollbringen. Und wenn ich muss, dann kriege ich das auch hin. Aber das ist eine ganz zähe Angelegenheit. Also soziale Kompetenzen und Motivation, und dann kann man fast Berge versetzen. Also ich oute mich jetzt mal, ich habe hier zwei Jungs zu Hause, 13 und 15, und ich sag mal, das hier, ja, die sind ja heute, gibt es so viele Dinge, die jungen Menschen ablenken, ja, und mein Bruder zum Beispiel ist Arzt geworden, weil ihm mit 17, der hört das jetzt zum Glück nicht, ständig die Kniescheibe rausgeflogen ist, operiert werden musste und das dann so spannend fand, was die Orthopäden da mit ihm gemacht haben, dass er selber Orthopäde werden wollte. Das ist, bei mir ist, meine Kniescheibe ist zum Glück drin geblieben, aber das finde ich jetzt nochmal interessant, auch aus dem medizinischen Bereich, Peter, weil auch das, was Dirk und du, was ihr macht, das interessiert ja auch ganz viele Menschen. Gibt es da, sage ich mal, Tipps, die man geben kann? Weil gerade bei euch ist ja Beruf kommt von Berufung. Ich glaube, man kann kein guter Notfallsani werden und auch kein guter Arzt, wenn man halt total empathielos ist. Richtig? Definitiv. Ja, wie soll man es beschreiben? Man spürt es, man weiß es, wenn man das machen will, was wir machen. Und es gibt ja ganz, ganz viele, die in der Notfallrettung unterwegs sind
Und uns eint einfach die Passion einfach dafür, hier zu akkumulieren, zu treiben. Arbeit mit Tabletten, die man aktivlich sein könnten. Deswegen muss man hier besonders vorsichtig sein. Umgedreht, wenn sie richtig dosiert sind, helfen sie innerhalb von Sekunden. Und ich glaube, da muss man schon so ein bisschen das Feeling für haben und auch vielleicht auch den richtigen, als Arzt aus den richtigen Fachgebieten kommen. Es gibt wenige Fachgebiete, die tatsächlich da auch wirklich für geeignet sind. Die Vielfalt der Notärzte ist natürlich groß, der Fachgebiete, die in die Notfallmedizin reingehen als Arzt, aber so in den Rettungshubschraubern oder in den Intensivtransporthubschraubern hat es sich doch mehr und mehr eingebürgert in den letzten Jahren, dass die Ärzte, die dort arbeiten, hauptsächlich aus den Fachgebieten Anästhesie mit, denke ich, allergrößtem Anteil kommen, Anästhesie und Intensivmedizin, und weniger noch aus der inneren Medizin und noch weniger aus der Chirurgie und alle anderen Fachgebiete, die man sonst auch bodengebunden als Notärzte ebenso findet, die sind da kaum mehr anzutreffen, weil es eben dann doch ein sehr, sehr, sehr spezielles Gebiet ist mit viel, viel Hightech und auch Weiterbildungen, die man eben nur kriegt, wenn man so im Klinischen in der Akutmedizin eben drin ist. Ja, ich hoffe, das hat es beantwortet. Ja, also was man ganz allgemein nochmal sagen kann, weil ja doch oft die Fragen kommen, auch wenn wir draußen irgendwo landen und mal Zeit haben, uns zu unterhalten, wie werde ich Notfallsanitäter, Ärztin, Arzt oder Pilotin, Pilot bei der DRF Luftrettung oder allgemein auf dem Rettungshubschrauber? Also ich finde, die wichtigste Antwort, die ich jedenfalls immer gebe, wenn mich wegen Notfallsanitäter jemand anspricht, man muss die Berufe oder den Beruf wählen, weil man den Beruf machen will und nicht, weil man auf dem Hubschrauber möchte. Weil sonst erlebt man unter Umständen eine große Enttäuschung. Es gibt halt nicht so viele Hubschrauber. Wenn man überlegt, wie viele Notärzte, wie viele Notfallsanitäter, auch wie viele Pilotinnen und Piloten kommen auf einen Rettungshubschrauber, der normalerweise im Umkreis von 70 bis 80 Kilometern einer stationiert. Also jetzt mal für meinen Bereich, werdet Notfallsanitäterin und Notfallsanitäter, weil ihr den Beruf machen wollt. So habe ich ja auch angefangen und mir würde das auf dem Auto nach wie vor genauso viel Spaß machen. Ich bin dankbar, dass ich jetzt so lange bei der DRF bin, weil durch die Fördermitglieder, die wir angesprochen haben, ist es schon oft so, dass das bei Fortbildung, bei Material nochmal einen Schlag draufgegeben werden kann. Aber ansonsten die Arbeit an den Patienten, das ist das Wichtige. Egal, ob man aus der Luft kommt oder mit dem Auto hinfährt. Mhm. Das finde ich so ein wichtiger Grundgedanke, den man sich machen sollte. So, den Klaus habe ich schon einmal weggedrückt. Jetzt kommt die Frage aber endlich. Gibt es mal wieder einen Tag der offenen Tür bei euch? Da habe ich eben schon den Daumen hoch gemacht. Das wollen wir auch. Das wollen wir auch. Es gibt dummerweise eine Pandemie, die das ein bisschen schwierig macht gerade. Sonst würden wir jetzt alle im Hangar stehen und zumindest letztes Wochenende hätten wir da gestanden und ich glaube, es hätte sogar hinterher noch eine kleine Party gegeben. Ich hoffe, die zwei Kollegen nicken jetzt, oder? Ja. Aber keine kleine Party. Keine kleine Party, Entschuldigung, das war der Fehler. Just Dirk und ich, wir hatten nämlich auch unser letztes großes Jubiläum, das 30-jährige, vor 5 Jahren organisiert und das war so mitunter das letzte große Fest, das wir feiern konnten. Danach gab es noch eine Fortbildungsveranstaltung. Die Christoph-Tage, die kommen eigentlich regelmäßig. Wir wechseln uns da mit unserer Partnerstation, der Christoph 51 in Ludwigsburg ab, in Pettenwil. Und einmal machen die es, wir unterstützen in Pettenwil und dann machen wir es bei uns in Leonberg und die Pettenwiller kommen zu uns und unterstützen uns. Und so können wir quasi mit genügend Manpower auch schöne große Aktionen eben auf die Beine stellen. Und wir hoffen, dass jetzt tatsächlich die Inzidenzen so weit runtergehen, dass wir fürs nächste Jahr wieder in die Großplanung gehen können. Also ich würde mich richtig freuen, wenn wir das wieder machen können. Mhm.
Der Dominik hier hat noch eine Frage zu den Helispottern. Stören die euch eher oder findet ihr es gut, dass sie sich für die Rettung bzw. Technik des Hubschraubers interessieren? Also ich muss sagen, man muss, also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, bei den meisten Helispottern ist es ja so, die interessieren sich für das technische Gerät, also für den Hubschrauber. Die muss man wirklich mal völlig von den Schaulustigen davon weggehen. Also die kommen ja nicht gaffen und wollen gucken, wer ist da jetzt wie schwer verletzt, wie die Geschichte, die der Peter haarsträubend vorhin erzählt hat, sondern die interessieren sich für den Hubschrauber, wie auch die meisten Leute, die sich dann so nach einer Landung langsam mal rantrauen und immer natürlich die Kinder vorschieben, weil der Papa mal gucken will. Und ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, ich kann da jetzt nicht für alle fliegerischen Kollegen sprechen, also wenn man da mit einem gebührlichen, höflichen Abstand kommt und auch sich in einem Sicherheitsabstand zum Hubschrauber bewegt, wo man sich selbst und uns nicht in Gefahr bringt, finde ich Helispotter immer gern gesehen. Und ich meine, das ist ein schönes Hobby, dass die sich auch mit, für die Hubschrauber interessieren, und wieso nicht? Ich glaube, ich ergänze da noch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Helispotter sich der Gefahr bewusst sind und dass die die Spielregeln kennen. Das heißt, gerade die Spotter, die sich eben auch an die Station bewegen, die wissen genau, dass sie eben das Flugfeld nicht betreten dürfen, weil es eben eine Gefahr mit sich bringt, dass man eben auf unser Gelände nicht einfach so draufgehen darf, die Tür öffnen darf und einfach reinmarschieren, weil das kann lebensgefährlich sein. Und alle Erfahrungen, die ich bisher mit Spottern gemacht habe, ist, dass die eben diese Regeln kennen und sich auch dran halten. Und das ist dann ein gegenseitiger Respekt, den man dann auch gegenseitig aufbauen kann. Genau. Also ich kann immer beipflichten, das ist eine gute Community, die Helispotter. Und aus meinen ganzen Jahren, wo ich in Nürnberg tätig war, wo wir auch die Rettungswinde haben, da waren schon vor vielen Jahren immer eine ganze kleine Gruppe beim Rettungswindentraining. Und Grüße, falls jemand zuhört. Also die haben sich immer sehr korrekt, sehr gut verhalten. Wunderbar. Darf ich ganz kurz einen Satz einfügen? Es ist mir gerade was ganz Wichtiges hier aufgefallen. Gerne. Mir ist aufgefallen, dass hier ein ganz alter Arbeitskollege sich hier unter den Zuschauern befindet. Und zwar der Lottl, der Lothar. Das ist einer von den Altrettungsassistenten, der inzwischen, glaube ich, auch sein Rentenalter gut und gerne genießt. Und wie wird man Notarzt? Man wird auch Notarzt, indem man von vielen, vielen Rettungsassistenten und guten alten Rettungsassistenten vom Bauchgefühl lernt. Und Lothar ist einer der Rettungsassistenten, die mir quasi die Rettungsmedizin damals, als ich noch jung und blutjung war, beigebracht haben. Also von daher, hallo Lothar, schön, dass du dabei bist. Das ist ja schon lange her. Du warst mal jung, Peter? Peter, das finde ich aber so großartig, weil ich glaube, in der Klinik wird sowas nicht so oft gesagt, oder? Also ich finde, dass das, was du gerade über Lothar gesagt hast, ist nochmal Ausdruck dessen, was ihr da auf dem Hubschrauber eben zusammen nicht nur leistet, sondern wie ihr halt auch miteinander umgeht. Definitiv. Man hat als Arzt natürlich ein sehr, sehr breites theoretisches Wissen, was man von der Uni mitbringt, was man in der Klinik lernt. Aber die Erfahrungswerte, wenn ich jetzt jemanden habe, der seit 20, 30, 40 Jahren diese Arbeit macht, das kann ich nicht lernen aus irgendwelchen Büchern. Genau diese Erfahrungswerte muss man von den Menschen annehmen. Und das macht das Team aus. Und da wir hier auch ein Team sind auf dem Hubschrauber jetzt, wir vertrauen uns blind. Wir wissen, wenn hier jemand anfängt zu knurren im Hintergrund, dann höre ich dieses Knurren und dem auf das höre ich auch mal so ein bisschen und fange an zu denken. Also jeder guckt auf jeden, jeder passt auf jeden auf. Das ist genauso wie wenn der Ruven nicht auf dem Fenster rausguckt und wir gucken aber auch in die andere Richtung und sehen was. Dann sagen wir auch dem Piloten, Ruven, du hast du dieses Flugzeug da hinten gesehen oder schau mal dahin. Ja, und genauso, wenn der Dirk irgendwas macht und ich sehe es und umgekehrt, wenn der Dirk sieht, wenn ich irgendwas mache, was ich übersehe, so passt jeder auf jeden auf und das ist Teamgedanke und so, denke ich, sind wir auch effektiver. Definitiv. Toll.
Also, ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch sprechen, aber ich glaube, jetzt ist es mal langsam Zeit, hier den Sack zuzumachen. Und würde jetzt einfach nochmal sagen, rufen, Dirk, ihr habt bitte noch, sag ich mal, euren, bei Frank Glasberg wird jetzt heißen, Sie haben einen Satz, Herr Glaser, was möchten Sie dazu sagen? Ich wünsche euch Abschließend. allen, es hat mich gefreut, dass hier so viele teilgenommen haben. Danke für die ganzen lieben Grüße aus meiner alten fliegerischen Vergangenheit. Die grüße ich alle natürlich nochmal herzlich zurück. Und hat Spaß gemacht. War für mich das erste Mal bei so einer Live-Geschichte dabei sein zu dürfen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Dirk? Ja, also, ja, ein gutes Team waren wir. Nein, für mich auch das erste Mal, hat Spaß gemacht. Und wie auch in unserem normalen Alltag, wir haben trotz allem, glaube ich, immer mal wieder was zu lachen. So muss es sein. Vielen Dank. Genau, dann Peter, hast du noch was in deinem richtigen Glas? Dann würde ich mal sagen, hier erstmal vielen, Aber vielen Dank selbstverständlich. auch von meiner Seite. Leider kennen wir uns nur vom Telefon und jetzt digital. Ich sitze nämlich 30 Kilometer südlich von Hamburg. Ihr sitzt im schönen Baden-Württemberg. Hoffentlich sehen wir uns bald mal. Vor allen Dingen alle, die jetzt nach dem Tag der offenen Tür gefragt haben. Das wäre natürlich großartig, wenn das bald wieder möglich wäre. Ja, Peter? Ein Wunsch hätte ich. Ja, klar. Vielleicht können wir alle zusammen das 40-jährige Jubiläum der Station Leonberg irgendwann feiern. Ja, und vielleicht das 45-jährige und vielleicht auch noch mehr. Also darauf trinke ich jetzt mal. Wunderbar. Und an all diejenigen, die jetzt das Gefühl hatten, ihre Fragen wurden nicht beantwortet, wir gehen das morgen nochmal durch. Tut mir echt leid, ich muss meinen Sohn auch vom Fußballtraining abholen. Danke für eure Zeit, lieber Dirk, lieber Peter, lieber Ruben, und an euch alle da draußen. Danke für das Interesse. Jetzt kommen noch echt coole, bewegte Bilder. Und ansonsten schönen Restabend. Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.